Hallo zusammen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin Kyle Cunningham, genannt Kylie. Ich würde hier ein kurzes Tutorial, also kurz, wie es halt geht. Es ist schon etwas, wo ein bisschen auch Zeit braucht, machen von Terrain-Typ hinzufügen in der Karte. Sowie auch nachher für im Spiel zum Malen. Und zwar nehme ich da die Franzosenkarte. Man braucht dazu, ich hoffe jetzt, dass das OBS-Programm geht. Ich habe nämlich mit dem Megahertz, Stammzuschauer wissen, dass ich immer ein plötzlich auftauchendes Problem hatte, schon weil es 19, dass plötzlich das Format nicht mehr gestimmt hat. Beim Aufnahmeprogramm für den GE. Jetzt ja, ich habe da mal drum gemacht und nochmal drum gemacht und ich hoffe jetzt, dass es jetzt auch geht, weil sonst ist meine Maus irgendwo und zeigt natürlich 10 cm weiter rennen. Also, und das andere ist Map US. Da das beides Original-Gescheinskarten sind, lassen wir das bei über Data laufen. Also Originalpfad. Andererseits muss man es dann halt anpassen. Wir brauchen die Read-Datei, die sind da bei da. Data. Wenn ihr eine Karte habt, wo das nicht so ist, dann könnt ihr einfach schauen bei unter dem Programm Dings da hinten. Ich kann das schnell zeigen. Da, Programm X86 und dann da Farming Simulator 22. Und da bei Data und dann Maps Data. Zum Beispiel Alpine, dann ist es da, Data von Alpine. Dann hat es da alle die Typen drin, Weight-Dateien, Mai, wo man dann das kann von da rauskopieren und einfügen, zum Beispiel jetzt bei US Map Data kopieren. Neue Weight-Dateien sind immer 4 Stück. Sieht man da zum Beispiel Platte 1, 2, 3, 4. Nächste ist schon Riverstone Bank zum Beispiel. So, also, dann muss ich jetzt aber wieder die andere Karte haben, nämlich Franzosenkarte. Wo ist sie jetzt? Weil ich wette, oh, ich weiss ja, dass es so schöne Sachen drin hat, weil ich mich immer mehr auf Elmkrieg, ja, in Elmkrieg bewegt habe. Soli, also dann. Machen wir Notepad plus plus, muss man haben. Also, da gibt es 200 Millionen Tutorial, wie man das Download installiert. Ist einfach wirklich nichts Schwieriges. Installieren drücken, Exe-Dings tut sich selber installieren dann. Also, man muss da nichts umschreiben mit Pfad und Zeugsachen. Machen wir das mit dem auf. Zum Beispiel, jetzt haben wir bei der Franzosenkarte das da. Wir wollen jetzt aber ja zuerst von der US-Karte die Sachen. Dann müssen wir da mal noch ein bisschen rauffahren. Ich habe nämlich jetzt vorher zwei Typen miriert und ich dachte, ich könnte ja einfach ein Video machen. So, nein, wir fahren nicht auf Steuerung F, dann kommt das. Und dann schreiben wir Terrain hin. Terrain und dann nächstes finden. Ja, jetzt sind wir halt ein bisschen weit unten. Wir müssen nämlich die Weight-Datei haben zuerst und nachher noch. Hätte ich doch sollen von oben her, jetzt geht es wieder runter. Dann machen wir es halt so. Geh du nochmal weg. Geh du nochmal weg. Ich habe das jetzt vor mit dem Apache 3 und mit dem anderen gemacht. Nein, nicht du. Ja, ich glaube, ich soll die Brille putzen. So, jetzt. Bei Foliage ist es ähnlich, aber ein bisschen anders. Dort muss man viel mehr Einträge machen an viel andere verschiedene Orte. Wenn man zum Beispiel Multifrucht will eintragen, ich weiss schon seit Jahren, wie das geht. Ich mache vielleicht dann auch mal ein Video dazu. Aber für da hätte ich gerne ein bisschen mehr Abonnenten. Sagen gerade, wie es ist. Also, Steuerung F, Terrain. So, das ist schon mal nicht schlecht. Wegen den Weight-Dateien müssen wir aber doch noch ein bisschen rauf. Die sind nämlich nicht oben. Ich habe gemeint, ein bisschen weiter oben.
Nicht die, nee, da, nicht die, die haben wir jetzt, das ist etwas anderes. Das muss immer mit Terrain im Zusammenhang sein. So, da wären wir etwa. Dort vor das Gras. Dann habe ich jetzt das von Arieto da. Gras 3 habe ich und Gras 3 Pachi habe ich getan. Jetzt sind wir USA, ah nein, das ist US-Karte, ja, aber ich habe es bei mir getan. Bei der Franzosenkarte. Was könnte man nehmen? Ich möchte eigentlich da so einen Pathway ist doch noch cool. Dann nehme ich gerade beide. Die zwei sind schön. So, dann geht man da. Das sind jetzt die Wetterdateien. Die tun wir jetzt nur kopieren, weil da steht ein Dollarzeichen Data. Das nimmt es direkt von dem x86-Ordner, den ich jetzt vorher ganz am Anfang gezeigt habe, wo man es dort her könnte. In den Ordner Wetterdatei, wo unter Data meistens angeschrieben ist, wenn es original ist. Innen tun. Die kopierten Bildchen jeweils vier pro Typ. Da sind es auch. 01, 02, 03, 04 sind vier Bildchen, die es für den Pathway, Typ braucht. Also, wir nehmen jetzt aber das Original, dann lassen wir das, dann müssen wir eben dann anschreiben, da bis da nicht das wegkürzen, das löschen meine ich da, das müssen wir dann löschen, dass es nur noch so aussieht. Data, Pathway, dies und das. Ist jetzt aber da nicht der Fall. So. Dann mal wieder flicken. So, tralala. Einfach silo. Machen jetzt wirklich mal ganz eine einfache Sache. So, jetzt tun wir die vier nehmen. Und nochmal vier sind wir bei 8. Aus der US-Karte raus. Kopieren. Oh nein, meine Brille macht mich fast wahnsinnig. Ich sehe im Fall auf dem linken Auge nicht gut jetzt. Nochmal schauen, dass wir alles haben. Gut. Dann nehmen wir bei der Franzosenkarte ein. Und jetzt müssen wir halt auch da wieder ein bisschen rauffahren. Tralala. So. Steuerung F, Tere. Nächstes finden. Ja, nächstes müssen wir haben. Nein, nicht jedes einzelne. Blättern mal. Da wären jetzt die Wetterdateien wieder. Jetzt können wir studieren, wo wenn wir das hier tun. Da die ja jetzt heißen mit P, oder? Beide. Pathway heißt doch das. Ja, Pathway, Pathway. Dann mache ich das im Alphabet noch. MLS-19 hat man damit noch zu unterstanden geführt von diesen Typen, aber es geht da scheinbar im 22. Muss man es nicht so machen. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P. Groundbricks. LMNOP QRS. Also, man könnte das ungefähr LMNOP QRS. Da. Machen wir es vom Alphabet her. Dann machen wir mit der Enter-Taste eine Linie. Und dann das jetzt da einfügen. In der Franzosenkarte. Und jetzt ja von der US-Karte die Franzosenkarte. So. Und jetzt aufpassen. Das läuft jetzt alles über Originalpfad. Und dann machen wir da 3-0 hintereinander. Weil das lange sicher, es muss neu zählen, weil die Zahl, da gibt es ja schon, weil man sie jetzt kopiert hat. Und die gibt es auch in anderen Dingen weiter oben da bei der Franzosenkarte. Das heißt, die sind schon beleidigt mit etwas. Drum machen wir jetzt da einfach das auf, anstatt 163, halt auf 163.000 und so weiter, weil es dann neu anfängt einordnen. Und dann ist das vielleicht eine Nummer, weiß doch nicht, 275 oder irgendetwas halt. Das muss uns nicht in dem Sinn tangieren. So, wichtig ist einfach, dass man es größer macht, die Zahl, als sie ist, wegen dem, was ich jetzt gesagt habe. Was man gut muss aufpassen, weil sonst hat man einen Scheiß gemacht, dass man die Gänsefüßli da, dass man nicht da hinten plötzlich drückt und null da hinten an. Das muss immer mit der Gänsefüßli geschlossen bleiben.
Das ist wichtig. Dann machen wir da mal Speicher inskri. So, dann müssen wir wieder in die amerikanische Karte. Da kann man auch nochmal drüber schauen, wenn man kopiert hat, dass man da auch nicht irgendwie ein Seich gemacht hat. So, jetzt haben wir die Wait-Datei. Ja, gut, dann sind wir US-Karte wieder. Jetzt brauchen wir da Terrain-Datei. Textur ist Terrain. Also da steht es nur noch so im 19. schon einmal gestanden. Nein, wir müssen noch ein bisschen blättern. Und Textur ist Terrain, stimmt schon, wie ich gesagt habe. Mei, bin ich müde, was ist los? TTT. Ja, Texturen. Ich sage das jetzt halt in meiner Sprache, aber wenn ich manchmal sage, Texturst, drö. Bin jetzt drüber, vor lauter Schwätze da. Da sind's. Textur, drö. Textur, drö. Textur ist drö. Gell, da. Jetzt tun wir da wieder schauen. Wir sind da, Map US. Und wenn das jetzt Franzosenkarte tun, und zwar ist das jetzt 8 Bildli, das ist für die Weight-Datei jeweils 2 Texturen, Diffus und Normaltexturen. Normal geht die Tiefe von etwas und Diffus ist einfach das Bildli von etwas. So. Suchen wir da wieder den Pathway. Kannst ja auch da in dem Steuerung-Dings, Pathway-Dings eingeben, dann bist du schneller dort. Die heutige Jugend ist ja immer im Stress und muss immer pressieren. 1, 2, 3, 4. Und der Gräbel im Rauch, halt. So. Machen wir das halt weg da. So. Jetzt haben wir da das alles. Es sind 8, es sind 2 Einser, 2 Zweier, 2 Dreier, 2 Vierer und so weiter. Da unten auch. Gell? Muss immer von jedem, was ist ein Diffus und ein Normal, wie ich vorhin gesagt habe. Dann machst du wieder kopieren. Da auf Data lassen, wenn es nicht in einer anderen Karte ist und sonst dasselbe, wenn ich vorher erklärt habe. Dann gehen wir da zu der Franzosenkarte. Blätter, Blätter. Textur Terrain. Soli. Und jetzt gehen wir wieder da. Also ich mache es halt noch einmal Alphabet, wenn möglich. A, B, C, D, F, G. Das habe ich mir vergessen, was ich vorher gemacht habe. H, also wohin? Noch was? H, J, K. L, M, N, O, P. L, M, N, O, P. Q, R, S, T. So noch Mountain Rock. Dann wieder da mit, ach, einfach die mit dem abgebrochenen Pfeil. Die grösste Taste auf der Tastatur nach dem Buchstaben, nebst dem Buchstaben rechts, also Enter-Taste, sag ich dem, wird schon so heißen. Einfügen, bralala. Da, bündig machen. Und jetzt fängt das Spiel wieder von vorne an. Was muss man jetzt machen? Ja. 3-0 jetzt tun. Wenn ich jetzt ein bisschen anständig wie am Tisch hocken. Nein, ich muss ein bisschen näher sein, weil ich habe wirklich irgendwie etwas auf der linken Seite der Brille ist ein bisschen verschmiert. Das ist so ein bisschen wie ein Nebel. Jetzt muss ich hoch und schauen, dass ich da mit einem Seich drücke. So, wow. Sind wir etwa schon in der Mitte, also was im GE belangt, betrifft. Und dann, wenn wir es eben noch will, in der Karte auch haben, zum Malen. In der Karte selber. Machen wir eben dann noch in der anderen XML etwas, dass das geht. So. Hätten wir da, hä? 04. Und da. Gänsefüßli sind alle schön brav zu. Speichern. So, drin. Dann gehen wir auf wieder die amerikanische Karte. Und jetzt machen wir wieder Steuerung F und schreiben dem Zettel hier da. Leon. Das ist noch nicht da. Nächstes finden. So, sind wir schon da. Und zwar müssen wir hierzu. Das
jetzt sind wir jetzt wieder der amerikanischen Karte und jetzt müssen wir ja das haben. Da. Pathway und Pathway Gravel. Pathway. Egal. Aufmachen das Bild, weil die sind lang da. Wenn du da hinten etwas nicht kopiert hast, hast du es versichert. Also aufmachen das Bild und dann durchfahren. Bis am Schluss irgendwie am besten. So, und dann bis und mit. Das ist jetzt wieder nur je eins. Ich sage gerade noch warum. Pathway Gravel, Pathway 4. Also, da sieht man jetzt Detailmap ID. Normal Map. Das heisst, das da ist die Zahl, die wir vorher schon gesehen haben, die wir 00 hinten geschrieben haben. 000. Und das ist auch so eine Zahl, wo Normal ID, also das tiefer Bildli macht. Gell? Und da ist dann noch Weight Map ID. Wir erinnern uns, das sind die dunklen, die schwarzen Bildli, und ich gesagt, es gibt vier von denen. Pro Typ. Da müssen wir jetzt das auch alles machen, denn. Jetzt tun wir mal kopieren. Tralala, und dann gehen wir wieder in die Franzosenkarte, das Spiel wieder von vorne, Steuerung F, Layer, nächstes finden, sind wir ja schon eigentlich schneller da. Bild groß lassen. Jetzt haben wir das unter Mountain Rock, Mountain Dark, da irgendwo jetzt tun, wo ist meine Maus da oben? A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, ja. Wir machen es da unten hin, dann machen wir da wieder mit dieser Enter-Taste aufpassen, dass man es nicht da vorne hin tut oder so. Es muss immer einfach so bleiben, alles wie es ist. So, und jetzt einfügen. Ist aber brav, da mit Maschine. Das tut sonst immer ein bisschen blöd, weil da mit dem blöden Windows 11 muss man immer einen Doppelschritt zusdrücken. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, merkt sich das irgendwie und stellt nicht mehr retour. Das ist ja noch nicht. So, kann man es wieder kleiner machen. Sicher lieber ein bisschen kleiner Bildli da. Ja, die sind tipptopp eingeordnet so. Und jetzt machen wir das Spiel da wieder mit den Nuller-Sachen. Eins, zwei, drei. Einfach da. Den acht Sachen jetzt. Drei mal null hintereinander. Soli. Ja, siehst du jetzt, wenn ich gut sehe. So. Das wäre jetzt im Prinzip gleich gewesen, weil es zählt ja eh neu. Es muss nur einfach eine mega hohe Zahl sein, es höher ist als alles andere, was überhaupt da vorne in dem Ding da, bei diesen Zahlen eingetragen ist. So. Haben wir da? Zwei, vier. Ja. Dann für die Normaltextur, die ich vorher gesagt habe, was die macht. Machen wir da auch. Müssen wir auch neu zählen, neu einordnen. Das ist der einzige Sinn und Zweck, wo man es hoch anschreibt. Und die Weight Map ID haben wir ja am Anfang gemacht. Kopieren, einfügen, da auch. Ja. Hast du Träumele? Ist alles gut, ich bin im Filmli machen. So, oder? Und der da noch. Und da noch. So. Tralala. Nochmal schnell ein bisschen drüber schauen. Ja. So. Die andere Sache, das heisst aber, wo das Zeug denn hingeht und so weiter, das ist mehr so eine Programmierangelegenheit für das, wo wir sowieso nicht hinkommen mit den GAR-Dateien da. Soli, speichern. Jetzt haben wir die Sachen drin. Das wird nachher dann nochmal wichtig, wenn man das machen will, dass man mit der Karte kann malen. Die Sachen. Und das ist ja jetzt dann auf dieser Höhe sowieso.
Soderli. Schnell abchecken, da haben wir das drin. Wait und Tere. Und jetzt gehen wir noch zum anderen Layer und machen das auch nochmal. Dann müssen wir jetzt wieder in die US-Karte zurück. Also jetzt in meinem Fall. Da ist schon irgendeine Karte. So. Und zwar das da sind die Wörter, wo die Typen reingeschrieben sind im GE. Das sind ja immer zuerst grosse Buchstaben und dann kommen weiter unten dann die Typen, die noch malen können, damit jeweils, was es ist, ob Sand oder Kies oder Konkret oder Asphalt, was auch immer. Das sind die Sachen, die Layer. Das sind Kombinate Layer, die wir jetzt machen müssen, da. Und das andere vor sind einfach Layer. Und beim anderen ist, glaube ich, der Multilayer. Wegen der Multifrucht. Ich weiß nicht, ich will jetzt das nicht noch schauen da. Weil ich muss ein bisschen machen, ich muss gleich vor. So, da, Combinate Layer. Wir sind jetzt wieder in der US-Karte. Wir müssen jetzt sagen, dem, dass er da soll anschreiben Pathway und Pathway Gravel. Also Pathway und Pathway Gravel. Und dann sind da wieder das, die nehmen. Praktisch, wo die Weight-Datei-Bildli sind. Das Muster, die schwarzen Bildli. Jetzt, wenn du willst, dass das nicht nur das macht, dass noch ein bisschen zum Beispiel, weiss nicht, ein bisschen Brett springen, dann nimmst du ein Animal Mat noch da und machst da vielleicht den Pathway 02 weg, löschst den raus und nimmst halt dann da Animal Mat 02 oder 03, spielt keine Rolle, kopieren und dann dort einfügen. Dann hast du quasi einen gemischten Layer. Das kannst du machen, mit was da passt. Oder wenn du ein bisschen trockenes Gras noch drin hast, dann nimmst du den da, Gras 3, dann hast du so eine Art Heutextur, also so Heustückli oder Strohstückli am Boden, je nachdem, von welcher Karte, wie es von der Textur her ist. Wenn du ein bisschen moosig willst, dann hast du da Gravelmoos. Das ist zwar vielleicht mehr, Gravel ist nicht so gut, das sind grobe Steine, also so Feldwegkies. Aber ja, ist ja gut, Pathway ist ja eigentlich auch ein Feldweg. Könntest auch da noch ein, zwei von dem austauschen tun. Nur nicht ergänzen. Du kannst jetzt nicht aus 4, 7 machen oder so. Einfach austauschen. So. Also, wir sind in der amerikanischen Karte und nehmen jetzt das auch noch. Die zwei Sachen da von diesen Combinate Layer. Kopieren, gehen wir wieder die Franzosenkarte. Combinate Layer. So, jetzt muss ich nochmal wegen meinem Alphabet ein bisschen schauen. Da A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. L, M, N, O, P, Q, R. Dann tue ich es da hier. He? Da wieder die Superwands ins Enter-Taste drücken. Einfügen. So. Da ist, schau immer da, dass es bündig ist. Weil manchmal macht es bündig und manchmal tut es das erste, wo man drin hat, von, weiss ich, wie viele Linien, ein bisschen einverschieben nach eins oder so. Manchmal auch zwei. So, jetzt haben wir die Sache da drin. Da muss man nichts schreiben, weil das sind ja jetzt nur für Bildli. Das sind nicht, also ja gut, vorher sind es auch Bildli gewesen, aber trotzdem. So, wenn es erklärt hast, das Gute so. Das sind ja die von denen, die es so viel hat. Wo es immer 8 hat, anstatt 4 bei den anderen. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, wisst ihr doch ganz genau selber Bescheid. So, Franzosenkarte speichern. So, dann brauchen wir nachher das da noch. Da, weil wir das noch einträgen müssen. Tralala, dann eine Franzosenkarte im GE-Loading. Für da braucht man Scheinseditor. Da gibt's auch genug Videos, die sagen, wie man zu dem kommt, falls man den nicht hat. So, Loading. Dann sind wir da, brauchen wir den rote, da, der mit dem roten Stiel, und ein Bodenmöhlele. So, und dann sind wir schon da. Textur, Layer, Painting ist das. So Bodensachen. Jetzt haben wir da Pathway, wo wir vorher haben. Pathway. Also Pathway. Und der Pathway Gravel.
So, dann tut man da unten schauen. Wo sind denn die? Da muss ja alphabetisch hin haben. Da. Pathway Gravel. Moll, moll. Du musst das machen da. Wenn ich jetzt da noch im. Nein, jetzt hat es noch einen Moment gebraucht zum Laden. So, das ist der Pathway 02. Ah, ich weiß warum. Wegen dem OBS-Programm. Da bin ich mir nicht gewöhnt. Ich bin mir gewöhnt, dass es zügig geht mit meinem anderen Programm. So. Welche die Maustaste, dann haben wir da die zwei neuen Sachen. Dann kann man da das wieder rausnehmen. Gehen wir mal ein bisschen näher schauen. So. Das ist jetzt der Feldweg da, der Pathway Gravel, Persway Gravel. Gravel heisst Steinli da. Ein bisschen Steinli, größere Steinli. Mit dem da. Der ist jetzt einfach ein bisschen feiner. So ein bisschen, wie wenn es mal ein bisschen nass geworden wäre. Nur Pathway. Und so schnell geht das, dann kann man da noch, man sollte nicht nur kann speichern, und dann ist das drin. Dann hast du auf deiner Karte wieder zwei neue Bodentypen, die du im GE schmälen kannst. Ich tue jetzt da wieder abstellen, weil ich das jetzt dünn brauche. Aber wir wollen ja das noch machen, dass es im Spiel auch schmale. Da können wir jetzt einfach schauen, wir müssen die Map XML haben. Da, das müssen wir haben und da auch dann. So, die zwei. Und jetzt gehen wir wieder bei der amerikanischen Karte. Ihr drucken wir. Nein, das, ja. Theoretisch, ich habe das dort rein, ich kann es sogar schon gerade so rausnehmen. Würde ich jetzt mal sagen, weil ich habe mir das, im Januar habe ich mir das ein bisschen ergänzt, die Sache. Ja, ich habe schon beide drin. So. Also. Da, das ist eure Map XML, wo die Sachen alle drin stehen. Wenn man etwas ändert, tut man das nicht mehr über Dollar Data laufen lassen, sondern zum Beispiel da XML-Ordner, habe ich meine Sachen für das Tierli können andere Sachen essen. NPCs habe ich andere Namen hier geschrieben, zum Beispiel. Autonummer muss ich mal anpassen. Die haben in Franzosenkarte auch anders gemacht. Collectibles sind die Spielzeuge, die man findet, die habe ich auch anders. Also, wenn man nicht will, dass es original lädt, einfach da vorne das auch mit wegmachen und so, wenn wir es drin haben. In Map-Ordnerinnen. Da habe ich noch Field-Types, Spray- und Food-Types, so, und dann sind die Map heisst, das ist dann eben zum Beispiel auch eine Foliage-Sache. Dass es nicht mehr von Data lädt, sondern so, wenn ich dem geschrieben habe. Und dann kommen da Dekofolien, das sind Büsche und Waldboden und Grasboden. Die sind original so drin und das ganz kurze Gras. Das sind Foliage-Sachen. Das, was wir jetzt gemacht haben, sind Terrain. Für Terrain Foliage-Sachen. Also auch für Terrain, weil Foliage kann auch Food-Type sein. So. Paint the ball, das heisst, man kann das mölen, Gras und so Gänseblümchen und Büsch und die anderen Deko-Foliage. Das sind auch die, die ihr jetzt schon im Spiel könnt zeichnen. So, die zwei kann man jetzt einfach rausnehmen und kopieren. Wenn das jetzt bei euch natürlich bei Gravel dort und bei Gravel das aufhört, dann müsst ihr einfach jetzt schauen, wo wir gsi sind vorher. Ich tue das jetzt gerade nochmal schnell erklären. Jetzt einfach gut Ohrenspitze aufpassen. Ob das da unten steht oder da oben, spielt im Prinzip keine Rolle. Kopieren, das sind die zwei, die wir hier haben. Und dann gehen wir zu der XML von der Franzosenkarte. Und dann könnte man das noch irgendwann alphabetisch oder da wieder machen. Ist zwar da auch nicht mehr alphabetisch. Wo soll ich jetzt das hin tun? A, B, C, D, F, G, H, I, O, K, egal. Ich mach's grad unter das da. Dann habe ich meine neue grad untereinander. Da wieder den Enter drücken. Einfügen. Soli. Da ist bündig. Speichern.
Dann ist das gut. Jetzt tue ich noch schnell sagen, da, wo man muss schauen. Leier steht da, wir erinnern uns. Ist jetzt gleich, welche Karten das sind im Leier. Das sind die, die wir aufgeschrieben haben, mit diesen vielen Null da hinten hin, bei Normal, bei Detail und bei Weite. Das heisst also, ihr müsst das Wort von da abkopieren. Layer. Einfach das, wo man jetzt zum Beispiel Waldblättchen nehmen, da das Wort, kopieren das raus und gehen, wo bin ich jetzt da, Franzosen-Ding, da, Layer. Na, warte jetzt, das ist klein geschrieben, dann schreibt da hinten Ground Type. Dann nehmen wir einfach so eine Linie da von irgendetwas. Kopieren die. So zum Beispiel kopieren und irgendwo anfügen, da, wenn ich es jetzt vorgezeigt habe. Also, oder? Einfügen. Da wieder bündig machen und dann schreiben da ihr bei dem da. Hardway, klein geschrieben, oder konkret klein geschrieben. Weil die Linie, die 110N da, die haben da ja. Ground Type, die ist immer so, die muss immer vorne dran stehen. Es gibt jetzt einfach eine Meldung, du hast irgendwo in XML, das sind die geschrieben, aber diese XML, die gibt's gar nicht, also nicht zugänglich. Es gibt eine, aber dort nützt nichts, wenn sie schreibst. Es soll euch nicht stören, es funktioniert trotzdem, es steht halt einfach manchmal dann, also ja, dann habe ich hinten dran, wenn er mölelt. Aber das ist nur das Einträgen da, in dieser XML, wo ich jetzt drin bin. Wenn das mit dem GE tönt, dann erscheint das nicht. Weil dann sagen die ja nicht, ich will im Spiel das auch malen können. Dann sagen die nur, oh nein, ich will es mit dem GE malen können, gell? Das ist der Unterschied. Aber wir müssen halt einfach so schauen. Dann ist zum Beispiel da, großgeschriebenes Wort gehört zu großgeschrieben bei Layer, kleingeschrieben gehört zu kleingeschrieben. Einfach schnell schauen und dann so einfügen und dann ist das gut. Also, groß geschrieben, das ist da, wo wir jetzt vorhin GE gesehen haben. Groß geschrieben kopieren, egal was es ist, und klein geschrieben, das gleiche Wort, der Typ heißt jetzt einfach Passway. Oder? Der da. Und der andere heißt Passway Revel, der da. Einfach so kopieren auf den Layer hin, wo wir jetzt gerade gesehen sind, und dann wieder so hier tun. Und dann ist das Bono. So, ich brauche das jetzt nicht mehr, machen da wieder Speichern. Und dann kann man im Spiel die zwei Typen auch mölen. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Wahnsinns-OBS-Programm würde den Spielstart aufnehmen oder nicht. Aber auf jeden Fall, wenn ihr es so gemacht habt, dann geht es so oder so. Gelle. So, kann man das zumachen, wenn man die Sachen gescheffelt. Dann ist doch das gut, he? Dann nehmen wir jetzt von der US-Karte, Terrain Types, die Franzosen-Karte hier tun. That's it. Gell? Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, Like und Abo nicht vergessen, he? Und ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen, Kiss und say goodbye. Tschüss zusammen.